Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Figuren-Review. Heute mit Elite Series 27 Rikishi, First Time in the Line Flashback. Und hier haben wir ihn schon in der Verpackung. Ich habe die Version, wo er den Sarong schon anhat. Hier die Verpackung. Hier die ganze Sache auf der Rückseite. Wer es lesen will, kann gerne Pause drücken. Hier die anderen Leute im Set. Der Undertaker, Fandango, RVD, First Time in the Line, Kofi Kingston und Badass Billy Gunn. Auch First Time in the Line. Und nun würde ich auch gleich mal sagen, holen wir den Kerl aus seiner Verpackung. Also wir sehen uns gleich wieder. So, und hier haben wir Rikishi außerhalb der Verpackung. Eine verdammt schwere Figur. Aber wäre es ein Wunder bei der Statue. So, hier haben wir ihn mit der Sonnenbrille, die nehmen wir ihn gleich mal ab. Und hier haben wir den Face Scan von Rikishi. Bin ich sehr gut gelungen. Auch mit der Halskette, die aber glaube ich ein bisschen eng ist zum Abnehmen. Hier mit seinem Rock. Hier Rikishi, das Logo auf der Rückseite nichts. Den Rock kann man auch abnehmen. Den macht man hier auf. Ist zwar wieder so ein Gummiteil, aber naja. Dann kann man den an die Seite stellen. Dann haben wir hier sein Sumo-Gürtel Rikishi mit den Bändern. Den könnte man auch noch abnehmen, meines Wissens. Mache ich jetzt nicht, weil der sieht ein etwas fragil aus zum Wiederbefestigen. Aber man sieht, es ist eine massive, große Figur. Was heißt große, breite Figur? Wenn ich ihn zum Stehen bringe. So, jetzt. Auch viele Details. Hier Rikishi. Gut, das Outfit schwarz. Ohne viele Details. Hier sein Pferdeschwänzchen. Seine Elbow Pads. Ich finde eine sehr gelungene Figur. Ich hoffe, dass Too Cool auch noch irgendwann kommt. Damit wir das alles zusammen perfekt haben. Und somit möchte ich mich auch schon wieder bedanken für euer Zusehen und würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr einen Daumen nach oben oder ein Abo da lasst. Also bis zum nächsten Mal.